Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Scryfice. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal auch wieder auf dem Server Chimera, wie immer. Aber dieses Mal ist es so ein kleines Infovideo und zwar über den Battle Pass. Wenn ihr auf, egal auf welchem Server euch einloggt, werdet ihr feststellen, dass ihr jetzt hier unten den Battle Pass anklicken könnt. Und der Battle Pass an sich sieht so aus. Ja, ich habe mir den Premium Battle Pass Zugang geholt, um euch möglichst viel Content und auch möglichst viel zu zeigen. Ich will in diesem Video auf ein paar Fragen eingehen und zwar, das hier ist schon mal die erste wichtige Frage. Kann man sehen, welche Belohnungen auf einen warten? Hier unten findet ihr so ein kleines, wie nennt man das, so eine kleine Ebene, wo ihr halt hin und her schieben könnt und alleine dafür. Ich habe alleine, um diese Scheiße hier zu finden, habe ich schon echt lange gebraucht. Ich glaube, es waren 10 Minuten oder so, bis ich es erstmal gecheckt hatte, weil ich habe hier hingeklickt, da hingeklickt. Wie kann ich das denn jetzt wechseln und. Und ja, ihr könnt einfach hier unten diese kleine Leiste nach rechts schieben und wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Denn ich möchte euch einfach zeigen, als allerletztes kriegt man einfach hier einen Ritualstein und ein Pet verzaubern und das ist einfach schon geil. Also allein wegen diesem Ritualstein und dem Pet verzaubern lohnt sich meiner Meinung nach schon der Battle Pass. Man muss natürlich auch dazu sagen, man sollte dann auch dementsprechend die Battle Pass Missionen alle machen, so gut es geht. Jetzt ist hier irgendwas, jetzt habe ich hier irgendwas verkackt wieder. Schließ mal das Ding nochmal. Und ja, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe schon ein paar Missionen gemacht. Wenn ihr die Mission gemacht habt, erhaltet ihr direkt die Item-XP hier in dem Battle Pass. Ihr müsst die Belohnungen nicht sofort rausnehmen. Wenn ihr die Belohnungen nehmen könnt, dann erscheint das Bild ein bisschen leuchtend, so wie hier unten. Und dann ist so ein kleiner, so ein kleiner Finger, sage ich mal, da drauf. Da kann man die Belohnung dann abholen. Warum sage ich, dass man die nicht direkt abholen muss? Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Frank Akahasi hier hole, 7 Tage, logischerweise, der läuft direkt ab, wenn ich ihn mir hole. Und so Sachen wie zum Beispiel hier 4x Meeting Kompass, das kann man natürlich jetzt direkt nehmen, genauso wie diese Tigermünzen-Gutscheine. Das Money-Siegel hole ich mir auch direkt mal ab. Und das, die Welpenbox holen wir auch. Und das Schmiedebuch holen wir uns auch direkt mal ab. Ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich denn eigentlich hier in dem Battle Pass leveln? Wie kriege ich denn überhaupt hier Battle Pass XP zusammen? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man klickt hier unten auf die Aufgaben und man hat jetzt hier wöchentliche Aufgaben, die immer variieren. Logischerweise diese Woche gibt es, ich sage jetzt mal, einfache Aufgaben. Zum Beispiel einen goldenen Thunfisch zu angeln ist jetzt nicht schwer. Ein Gegenstand aus dem Gaia-Handel zu kaufen, habe ich direkt gemacht. Habe ich irgendwie so Tränke gekauft für 8 Gaia oder so. 15 Kodrakoni, einfach jeden Tag die Kodrakoni-Quest machen, einmal alle täglichen Quests abschließen, 10 beliebige Bosse besiegen. Damit ist nicht nur der Nemere oder der Razador gemeint, sondern auch auf den Maps selber König Kappa oder wie die ganzen Monster da heißen. Dieser König Lobster ist auch ein Boss. Oder auf Map 2 auch einfach die Bosse, beziehungsweise den Hauptmann. 25 Metinsteine ist auch relativ easy und man muss einfach nur 5 wöchentliche Aufgaben abschließen, dann kriegt man auch nochmal 50 Erfahrungspunkte. Hier unten gibt es dann einzigartige Aufgaben, die kann man nur ein einziges Mal während des Battle Pass machen. Unter anderem zum Beispiel, heute ist Mittwoch, Zodiac Run einfach einmal machen, bis Ebene 34 kommen, einfach den Zodiac Run schaffen und dann kriegt man auch schon 300 Erfahrungspunkte. Also das geht relativ zügig. Es gibt natürlich, muss man auf der Kehrseite sagen, zum Beispiel für Champions hier Missionen, bezwinge 10-mal den mysteriösen Mönch und sowas. Das gibt natürlich sehr viel Erfahrungspunkte für den Battle Pass. Die werden jetzt Spieler im Low-Level-Bereich natürlich nicht erreichen können. Aber keine Sorge, auch wenn ihr hier unten diese einzigartigen Missionen nicht alle schafft, allein durch die wöchentlichen Aufgaben werdet ihr es schaffen, euren Battle Pass wirklich sehr, sehr stark voranzutreiben, ohne euch da irgendwie was kaufen zu müssen. Ich kann euch ganz kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Battle Pass sieht so aus, dass ihr für den Premium-Account, gut, den kann ich jetzt leider nicht mehr kaufen, aber ich meine, der kostet 950 oder 850 DR, eins von beiden oder dazwischen. Also es ist schon happig, es ist schon viel Geld, sage ich mal, es ist schon viel DR, aber wie gesagt, es lohnt sich, wenn man den Battle Pass spielt. Ansonsten kann man sich auch noch hier so Battle Pass XP kaufen, 10 also 1000 Battle Pass XP kosten 1500 DR. Ob sich das Ganze jetzt lohnt, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen. Ich würde mir da jetzt keine Battle Pass XP kaufen. Ich würde ganz einfach den Battle Pass einfach spielen. Natürlich, wenn man jetzt nicht mehr so viel Zeit hat und am Ende möchte man trotzdem dann den Ritualstein hier erwerben, dann kann man auf jeden Fall auf diese Maßnahme, sage ich mal, zurückgreifen.
Ja, es gibt auf jeden Fall in dem Premium Pass einiges, wofür es sich lohnt. Unter anderem auch 10-mal starke Ergänzungen, die sind ganz nice. Eine Schmuckschatulle ist geil. Es gibt 3-mal Chor Edel. Gut, okay, ich weiß nicht, warum ich den jetzt aufgezählt habe, dass ich dachte, es wäre antik. ja, hier ist der Antik. Ne, das ist der rare. Es gibt auf jeden Fall auch noch einen Antiken. Es gibt 5 normale Switcher. Allein das ist es schon. Hier ist der antike Chor. Da ein bisschen Glück, ja, kann man vielleicht den Rubin hitten. Es gibt auch noch 7 Tage Nazar-Amulett, 5 Segnungen alleine, sind ja auch schon 600 DR und. Also es gibt einiges, wofür es sich lohnt. 7 Tage Aufhebepad meines Erachtens nach auch. Und ja, natürlich im Endeffekt müsst ihr es für euch selber entscheiden, was ihr jetzt von den ganzen Sachen holt. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr euch den Premium Pass holt, ihr habt natürlich die ganzen Gratis-Sachen, kriegt ihr auch dazu. Also ihr habt die quasi on top. Bedeutet, ihr habt auch die ganzen Gratis-Sachen, die ihr hier oben seht, habt ihr natürlich dann auch alle, wenn ihr euch den Premium Pass holt. Und wenn ihr euch den Premium Pass nicht holt, habt ihr nur die Gratis-Sachen. Da sind auch ein paar coole Sachen dabei. Hier so kleine 10 Segnungen und so. Also es lohnt sich selbst für diejenigen, die nicht den Premium Pass holen, diese wöchentlichen Aufgaben zu machen, weil man dann auch zum Beispiel 50 Tigermünzen bekommt oder hier auch eine Flamme des Drachen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch den Premium Battle Pass holt, so wie ich, oder ob ihr auch eher auf den Gratis Battle Pass zählt und euch sagt, so ja, die ganzen Belohnungen dann interessieren mich nicht, sind nicht so geil. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall interessieren. An der Stelle noch eine kleine Info vorab. Es gibt hier sogenannte Weißdrachen-Elixiere, die habe ich so auch noch nicht kennengelernt. Erhöht deinen verursachten Schaden für 1000 deiner Angriffe. Ich weiß jetzt nicht, ob 1000 Angriffe da um 10% erhöht werden. Oder ob ein Angriff um 1000, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ist. Ich werde es ausprobieren, ich werde es euch zeigen, wenn es soweit ist, dass ich hier die 5000 Battle Pass XP erreicht habe. Das wird aber bei mir auch noch ein bisschen dauern. Ist aber auf jeden Fall mal sehr interessant, dieses neue Item da auszuprobieren. Und ja, das war's. Ich wollte euch nur noch mal kurz hier den Battle Pass vorstellen. Kleine Info, der Battle Pass ist nicht charaktergebunden, sondern Account gebunden. Ich habe natürlich jetzt nicht mit dem 290er hier den Zodiac Run bis Ebene 34 gelaufen, sondern mit meinem Main, aber ich möchte euch ja nicht spoilern. Und ja, er ist Account gebunden, das heißt, ihr könnt auf jedem Charakter diese Mission abschließen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Mancher habt, Level 35 und ach, ihr habt aber auf dem gleichen Account auch noch einen 105er, mit dem ihr dann eigentlich eher spielen könntet, aber ihr spielt euren 35er im Low Level als Main und wollt dann die ganzen XP absahen, könnt ihr das machen. Loggt euch einfach dann mit dem anderen Charakter ein. Wie gesagt, der Battle Pass ist nicht charaktergebunden, sondern accountgebunden. Dementsprechend könnt ihr auf einem Account mit mehreren Charakteren den Battle Pass voranbringen. Die Missionen zählen aber, wie ihr seht, die zählen auch für den Account. Also ihr könnt jetzt nicht mit einem Account 5-mal hier den goldenen Thunfisch angeln und damit 5-mal 50 Erfahrungspunkte pro Account kriegen. Das geht nicht, sondern die Missionen sind nur einmal pro Account, pro Woche bzw. generell machbar bzw. abschließbar. Gut, das war's. Lasst eure Meinung, lasst euren Senf bitte in den Kommentaren da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi und auf jeden Fall auch noch ein Abo da. Wir haben die 4000 Abos geknackt. Ich bin richtig happy. Ich werde demnächst auch noch ein kleines, eine Frage machen, nenne ich eine Abstimmung. So, jetzt habe ich es. Eine kleine Abstimmung machen, wie wir das 4K-Special dann ausstatten, wie wir das Video machen. Und ja, ich wünsche euch was, Leute. Frohe Ostern schon mal vorweg. Macht's gut, bleibt aktiv. Peace.